Zum zweiten Mal ging die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen mit dem Marktplatz Aachen handelt an den Start. Viele gemeinnützige Helfer und Wirtschaftsunternehmen der Region waren auch 2013 in das IHK-Forum gekommen. Im bunten, fantasievollen Outfit lenkten die Vertreter von rund 30 sozialtätigen Organisationen die Aufmerksamkeit auf sich. Beste Voraussetzungen für einen gewinnbringenden Austausch. Wir reden über den Marktplatz, der heute zum zweiten Mal stattfindet. Wenn er 2015 stattfindet, ist es schon eine Tradition in Aachen, heute noch nicht. Einige kennen die Abläufe ja schon, die begrüßen wir recht herzlich, natürlich zum zweiten Mal. Und die anderen feiern ihre Premiere. Auch Ihnen gilt unser herzlicher Dank, dass Sie heute dabei sind. Wir sind in der Industrie- und Handelskammer. Das war beim letzten Mal ein sehr gutes Omen, weil es 80 Abschlüsse gegeben hat. Und ich darf begrüßen, neben mir steht Fritz Rötting, Sprecher der Industrie- und Handelskammer. Herr Rötting, die Industrie- und Handelskammer stellt hier diese wunderbaren Räume zur Verfügung zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat es gut geklappt. Ist das so eine Begründung oder warum unterstützen Sie den Marktplatz? Aus im Prinzip zwei oder drei Gründen. Das Einfachste ist, dies ist ein Haus der Wirtschaft und das will Wirtschaft zeigen. Wir vertreten die Interessen der Wirtschaft, aber wir sind auch gleichzeitig ein Stückchen weit Sachwalter der Wirtschaft. Und zur Wirtschaft gehört mehr als die Beschäftigung. Wirtschaft ist für die Unternehmer auch immer das Engagement für den Standort, das Engagement für die Gesellschaft, für die Mitarbeiter. Und insofern, denke ich, hat ein Marktplatz einen guten Raum hier in dieser Kammer. Und ich bin ganz ehrlich gesagt froh, so bunt wie es heute Abend hier ist, mit Ihnen, mit den Schildern, aber auch mit Ihren kreativen, spannenden Dekorationen, die Sie auf den Köpfen und am Körper tragen, ist es hier selten. Und ich glaube, Farbe tut der Gesellschaft gut, tut auch dieser Industrie- und Handelskammer gut und bringt uns allen ein bisschen Freude in den Alltag. Und es geht ja gar nicht so sehr um die kleinen Dinge, sondern es geht vielfach ja auch darum, dass daraus Partnerschaften erwachsen, die einen längeren Bestand haben. Und das ist dann auch der Wert einer solchen Veranstaltung, neben dem Schönen, was heute Abend passiert, auch das, was bleibt über den Tag hinaus. Der Projektleiter ist schon angesprochen worden. Das Bild ist fantastisch. Die Motivation nach dem letzten Marktplatz war allein schon dadurch gegeben, dass wir ein ganz tolles Feedback hatten. Insbesondere auch von den gemeinnützigen Einrichtungen. Die haben uns teilweise sehr emotionale E-Mails geschrieben, wo drin stand, dass das eben ein Nachmittag ist, den man, der aus dem normalen Berufsalltag, insbesondere bei den wirklich teilweise emotional auch sehr belastenden Aufgaben hervorsticht. Und auch die Unternehmer haben uns zugerufen, ihr könnt das eine oder andere noch verbessern, aber unterm Strich alle ein bis zwei Jahre eine Wiederholung, das würden wir gerne wahrnehmen. Bitte, Brigitte R. mit dem Gong. Es eröffnet. Dann ging es zur Sache. Nachfrage und Angebot, finden, was man sucht und geben, was man hat. Das war die Devise. Gänzlich tabu ist aber auf dem Marktplatz das Thema Geld. Die Güter, die getauscht werden, sind Wissen, Zeit oder handfeste Dinge wie Baumaterialien, Büroausstattungen, Drucksachen oder handwerkliche Hilfe. Dem Tauschhandel liegt das Konzept der Bertelsmann Stiftung zugrunde. Sie brachte die Idee aus den Niederlanden nach Deutschland. Schon nach kurzer Zeit wurden die ersten Vereinbarungen getroffen. Die Bürgerstiftungsmakler halfen dabei, die richtigen Partner zusammenzubringen. Und die Notare hatten reichlich Arbeit. Die Auftragsbücher füllten sich.
Wir liefern mal ein ganz kurzes Zwischenfazit von Brigitte Erm. Wie läuft es denn im Moment? Ja, wir sind bei 35 Vereinbarungen. Teilnehmer waren im Vorfeld bei einem Workshop der Bürgerstiftung auf den Marktplatz vorbereitet worden. Viele setzten daher auf ein besonders buntes Erscheinungsbild. Auffallen und auf den Punkt kommen mit seinem Anliegen, das war das Ziel. Zeit, Sachspende oder Wissenstransfer, am Ende der Verhandlungszeit waren es 55 Vertragsabschlüsse. Nicht ganz so viele wie bei der Premiere, aber trotzdem ein stolzes Ergebnis. So langsam kommen wir in den Teil Fingerfood, glaube ich. Das ist jetzt die nächste Überschrift. Kurzes Fazit noch von Brigitte Erm. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir kommen jetzt zum Ende. Also es gibt überall glühende Gesichter, also ich glaube, da ist ganz viel passiert. Wir haben heute das Ergebnis erreicht, was jetzt nicht so war wie beim letzten Mal, aber ich denke und ich hoffe, dass es für viele doch spannend war. Jetzt möchte ich einfach bitten, dass Sie sich nur entspannen, nichts mehr abschließen und ein bisschen unser Essen genießen und ein Weinchen trinken, aber natürlich darf noch alles zu Ende geführt werden. Und Gespräche sind natürlich auch erlaubt. Also vielleicht mal ein Applaus für die Bürgerstiftung Lebensraum, die das wieder hervorragend organisiert hat. Und ich hoffe, dass alle auf ihre Kosten gekommen sind. Wenn nicht, wie gesagt, jetzt gibt es Essen und Trinken. Guten Appetit. Und hier einige wenige Beispiele für erfolgreiche Abschlüsse. Der gemeinnützige Verein Rock Your Life konnte für seine Schützlinge Einblicke in die 3WIN Maschinenbau GmbH gewinnen. Die Firma Quickprint druckte für Rock Your Life ein großes Werbebanner. Und die Firma Grünenthal GmbH bot den von Rock Your Life betreuten Schülerinnen und Schülern spannende Laborerfahrungen. So wurden Kontakte zu engagierten Azubis geknüpft. Die Farbenfabrik Oellers spendierte alle Farben für die Aula-Renovierung des Eine-Welt-Hauses in Aachen. Als Dankeschön gab es die Eine-Welt-Stadtführung für Oellers-Kunden. Die Firma Timtotext konzipierte Texte für die Initiative Aachener Boys Day. Als Dankeschön wurde ein Seminar der Firma komplett vom Verein bestuhlt. Außerdem produzierte Timtotext einen Imagefilm über das Angebot des Vereins Fauna. Die Fauna revanchierte sich mit einem Catering fürs Betriebsfest. Der Alano Publikationsservice textete einen Werbeflyer der Öcher Freunde. Als Dank gab es einen Gutschein über 2 Stunden Nachbarschaftshilfe. Im Jahr 2011 hat es auch in den Räumen der IHK Aachen den ersten Marktplatz der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen gegeben. Bei der Premiere in Aachen hatte es sage und schreibe 68 Kooperationsvereinbarungen gegeben.
2011 hatte die Firma Mekka für die Oecher Freunde einen Werbefilm produziert. Bei Eiseskälte traf man sich zu Aufnahmen am Elisenbrunnen. Hier wurden Drehstunden gegen Hilfestunden getauscht. Ein herzliches Dankeschön an das ehrenamtliche Team der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen und Katrin Michels vom Freiwilligenzentrum. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und natürlich auch auf viele neue Gesichter beim dritten Marktplatz Aachen handelt im Jahr 2015.